Seid gegrüßt zur kleinen Preview von Colonize. Es wird der Preview-Build gezeigt, wovon noch viele Inhalte bis zum Release hinzukommen werden. Zu Beginn jeder Partie kann man ein Sandbox-Startgebiet wählen und beginnt mit einem kleinen unausgebauten Vorposten. Diese Außenposten gilt es zu erweitern und die Bedürfnisse der Siedler zunehmend zu stillen. Angefangen mit einem normalen Holzfäller bis hin zur Verarbeitung von Planken und den Abbauen von Steinen, werden später die Gebäude zu einem Warenkreislauf geschlossen. Felder benötigen Wasser aus Brunnen und aus den Feldern heraus bekommt man die Nahrung für Hühner oder Schweine. Eine Windmühle und Bäckerei sind kombiniert für die Herstellung von Brot erforderlich. Solche erweiterten Gebäude kann man mit dem zunehmenden Ausbau der Siedlung aufbauen. Eine Kirche gibt den umliegenden Häusern durch Messen Zufriedenheit. Der Jäger bringt Fleisch und Leder heran. Colonize ist eine Kombination aus Überlebensspiel und Aufbaustrategie, die während der Kolonialzeit, dem 17. Jahrhundert, spielt. Es erzählt die Geschichte einer Besiedlung mit der neuen Welt und all die Schwierigkeiten, die die früheren Siedler hatten. Die wesentlichen Hauptmerkmale sind das Kämpfen gegen den Hunger und dem dynamischen Wetter. In Nordamerika lebende Ureinwohner bringen Angst in die Kolonie und auch Gefechte gilt es zu bestreiten. Handeln Sie mit dem König, der Sie zur Kolonisierung aussandte, und achten Sie auf die Piraten. Die externen Missionen wie Story-Missionen oder das Handeln mit den Ureinwohnern erweitern das Spiel zunehmend. Während diesem frühen Preview-Bild fällt schon auf, dass Potenzial vorhanden ist. Die grafische Darstellung von Tag-Nacht-Wechsel oder dem Wetterwechsel überzeugen auf den ersten Blick. Auch das Handeln mit dem König und den Ureinwohnern bringen etwas mehr Tiefe hinein. Derzeit verkommt jedoch das Spiel in dieser frühen Entwicklungsphase noch zu einem Vorspulsimulator. Zwar können durch den Bau von Wegen und Feintuning der Arbeitszeiten ein gewisser Leerlauf überbrückt werden, jedoch überwiegt derzeit das Zuschauen von Wuseln, Handwerkern und dem Wachsen der Felder, um auf die benötigten Rohstoff- und Bauvorhaben zu warten. Unterm Strich ist es ein interessanter Titel, den man als Aufbauliebhaber und Stratege gerne im Auge behalten kann. Ich persönlich finde das Setting rund um dem Kolonialzeitalter ansprechend, da es noch nicht allzu viele dieser Epochen im Aufbaugenre vertreten sind und mir die Story-Mission innerhalb des Sandbox-Spiels das Interesse wecken. Die Entwickler sehen einen Early Access im Laufe von 2022 vor und ein Release sollte nach meiner Einschätzung Mitte oder Ende 2023 sein. Wie gefällt euch das bisher gezeigte Gameplay? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Abschließend folgt nun die spielinterne Story-Einführung und dann wie gewohnt mein Outro. Schaut gerne meine anderen Videos. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video. Euer Jorik Aurelius. We labored to rid the Church of England of the vestiges of papal influence. Despised as Puritans, we suffered persecution and were forced into exile. In the year of our Lord 1620, we left Europe on a religious mission to establish a godly government. In Plymouth, we boarded Mayflower, an ark that would carry us to the Promised Land. Soon, we were besieged on all sides by the treacherous ocean. Scurvy and fear of imminent death accompanied us for the remainder of our journey. We barely reached the New World alive after months on the high seas. The fear of retribution plagued our minds. Our countrymen had already warred with local tribes over this land. Many of us, too, believed we were not destined to share it. Famine and sickness struck our colony. We resorted to stealing food from the natives. The whole settlement feared the violent wrath of their war parties. Instead, one of them befriended us. Squanto spoke our language. Despite previously having suffered in slavery at the hands of our kind, he arranged for us to trade with the people of the First Light, thus saving our very lives. They introduced us to the beauty and bounty of our unforgiving surroundings, but most settlers still refused to see them as equals. Others would only deal with them if they commit to his word. Shall peace be sustained by sturdy plowshares or instruments of warfare?